Ah, oh. Caroline, du hast mich aber erschreckt. Ja, das tut mir leid. Ich wollte nur fragen, hast du schon geübt für das Turnier, für das Dressurturnier? Ich meine, 1 Million Euro Preisgeld ist ja schon viel. Nein, noch nicht ganz. Ich denke, dass Blossom und ich sehr perfekt sind. Und außerdem haben wir schon auf 4 Dressurturnieren gewonnen. Okay, vielleicht solltest du aber trotzdem nochmal üben. Wer weiß. Wenn man einen Fehler macht, dann ist man raus. Ja, aber das dauert ja noch. 5 Tage. 5 Tage. Mhm, immerhin. Psst, Lady. Lady. Hm? Oh, ich bin so aufgeregt. Denkst du, ich nicht? Oh, ich frag mich, wer gewinnt. Definitiv ich. Woher willst du das denn wissen? Weil ich die Beste bin. Och. Mimi, 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 Mimi. Immer rummeckern, ne? Wenn man nicht die Beste ist, schon gleich schon mal. Nein, bin ich nicht. Pff. Ja, okay, dann. Lady. Das denn? Hä? Naja, dafür kann ich dich jetzt weiter striegeln, bloß. Hm. 10 Minuten später. So, meine Süße, ich komme dann später nochmal vorbei, okay? Tschüss. Und was ist passiert? Na was, wusstest du, dass morgen eine neue kommen soll? Wie? Angeblich das beste Pferd. Das beste Dressurpferd. Der Starshine Ranch. Starshine Ranch? Davon habe ich noch nie was gehört. Mhm. Aber ich frage mich, wie sie so ist. Hoffentlich wird sie nicht aufs Turnier gehen. Aber warum wohl? Ein Dressurturnier und dann kommt das beste Dressurpferd von der Starshine Ranch. Das hat bestimmt einen Zusammenhang. Ist doch logisch. Hey Mädels, wie geht's so? Oh, da Schock. Na, uns geht's gut. Ich hab doch gesagt, dass ich ihn hab. Hab ich gar nicht gesagt. Worüber redet ihr? Über nix spannend. Na, die sind beide nicht verknallt. Merkst du es nicht? Was hast du gesagt? Nein. Oh Mann, du bist viel näher an Schoko dran. Ja, und? So. Na komm, Mystery, wir üben schon mal für das Dressurturnier. Ja, endlich ist sie weg. Na, meine Süße. Gut, okay, als erstes brauche ich den Sattel. Und runterschieben. Jetzt noch einmal gurten und jetzt die Trense. Jetzt noch der Reithelm. Okay, los geht's. Ah, endlich ist sie weg. Oh, hey, Ulim. Oh, hey, Schock. Warum bin ich nicht da? Ach, das ist so unfair. Okay, 1, 2 und 3 und... Okay, gut. Okay, erstmal ein bisschen aufwärmen und dann kommen die Dressurübungen. Erstmals verbeugen. Okay, los geht's. Ja, komm Mädchen. Super. Ein edlen Galopp. Und jetzt der spanische Schritt. Genau, das machst du gut. Mystery. Oh, ich kann nicht mehr. Warte, ich hab doch da was gehört. Oh mein Gott, Sarah. Hey, ho. Serena, komm. Okay, jetzt erstmal zu Sarah. Oh, Sarah, alles okay? Was ist mit dir passiert? Also ist das hier passiert. Okay. Da ist bestimmt ein Hindernis runtergefallen. Naja, eher eine Stange. Und dann hat sich Mystery erschreckt. Ja, genau so war's. Okay, ich fahre dich jetzt erstmal ins Krankenhaus. Danke. Danke. Hä? Und Mystery, wie lief das Training? Gar nicht gut. Ich habe Sarah abgeworfen. Warum? Wie ist das denn passiert? Eine Stange ist irgendwie runtergefallen. Durch Wind oder so. Und dann ist sie abgeworfen. Weil du dich vor einer Stange erschreckt hast. Ja. Wenn das jetzt eine Dressurprüfung wäre, dann wärst du schon raus. Ja, ich weiß. Also wirklich, das kann jedes Fohlen. Da erschreckt sich kein Fohlen dabei. Ja, aber wenn du in dieser Situation wärst, dann hättest du dich auch erschrocken. Papalapap, ich erschrecke mich nie vor etwas. Oh. Warte, wie kann ich?
siehst du. Okay, ich gehe lieber rein, bevor ich Ärger bekomme. Ach, du musst die Dinge nicht so sehen. Du bist doch ganz cool. War nicht cool genug. Sie ist doch so. Du wirst bei der Show verlieren und ich gewinnen. Wir haben noch ganz viele andere Teilnehmer, wie Lady. Die ist auch gut und die ist besser als du. Aber ich bin die Beste. Aber vielleicht werde ich auch dran teilnehmen an der Dressurshow. Ja, ja, ja. Nur wenn es deine Besitzerin erlaubt. Immerhin, das ist Sophia. Ja, stimmt. Aber trotzdem, Sophia geht ja mit mir auf das Turnier. Weil ich besser bin als du. Ach, Mann, musst du manchmal so richtig gemein sein, Blossom. Du willst immer nur gewinnen. Ich gehe rein. Nein, Schoko. Warte, bleib doch hier. Tut mir leid, Mystery, aber ich gehe rein. Autsch. Ja, Mann, das war so eine gute Chance. Du weißt, Schoko gehört mir. Nein, das weiß ich. Wie? Ja, nur so. Wir waren gestern zusammen auf einer Koppel. Was? Wie? Das geht doch gar nicht. Natürlich geht das. Natürlich. Aber, warum? Ja, frag mich doch nicht. Du bist echt keine gute Freundin mehr. Ich dachte, wir wären Freunde. Sind wir doch jetzt aber nicht mehr. Hä? Was hast du damit zu tun? Kommst du auf so eine Idee? Du willst immer nur gewinnen. Immer, immer, immer. Das Preisgeld von 1 Million Euro. Du weißt gar nicht, wie sehr du mir und Sarah dabei helfen würdest. Das heißt immer nur noch Sarah und mir. Man nennt sich nicht zu ihr. Trotzdem. Also, deine Manieren sind am Boden. Deine sind sogar auf dem Untergrund. Also mit dir werde ich nichts mehr zu tun haben, egal was es ist. Ach echt? Dann tu's doch. Ja, ja, werde ich. Mann, du nervst wirklich. Du auch. Mensch, ey, immer dieser Zickenkrieg bei den Mädels. Die sind echt, manchmal echt komisch. Wie magst du eigentlich mehr, Mystery oder Blossom? Naja, Blossom ist echt richtig schön. Aber ihr Charakter, der ist so, ich will immer nur gewinnen. Naja, ist doch ganz cool, wenn sie gewinnt, dann hättest du 1 Million. Ach, das ist doch gar nicht von der Logik her. Hä? Wie? Wenn Sophia und Blossom das Preisgeld gewinnen würden, dann hätte es ja Sophia und Blossom. Naja, eigentlich nur Sophia, weil Blossom ein Pferd ist. Oh, ja. Hättest du früher nachdenken sollen, bevor du etwas sagst. Ja, hätte ich dann. Warte mal, Star Lady? Boah, wie gut kann die das nur? Das sieht ja sowas von perfekt aus. Boah, alleine ihr Aussehen, das ist so gut. Und diese eleganten Bewegungen. Oh mein Gott, das ist so gut. Alles passt einfach. Es sieht himmlisch aus. Trotzdem bin ich besser. Werde es auch immer sein. Aber es sieht einfach nur so gut aus. Aber ich in Dressurkleidung sehe immer noch am besten aus. Wir werden sehen, wer die Dressurqueen ist.